Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei GTA San Andreas. Ich muss sagen, ich finde es unfassbar, dass wir jetzt bald schon 20 Parts voll haben. Wir sind quasi noch ganz am Anfang. Ich dachte, okay, vielleicht 100 Parts, aber jetzt so, wie ich gerade dabei bin, habe ich das Gefühl, es wird noch ewig dauern. 200 Parts, nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es wird aber auf jeden Fall lange dauern. Nur, es hat mich nur verwundert, dass wir jetzt noch so wenig weit sind. Aber ich meine, wir haben immerhin schon die farbige Karte. Die farbige Karte kommt erst nach einiger Zeit. Das dauert ein bisschen. So, wir fahren jetzt mal zu Sweet, machen eine Mission. Wir machen zwar auch demnächst wieder Nebenmissionen. Also ich muss noch weiter Konditionen upgraden. Und ich muss die Gebiete nach und nach einnehmen. Oder habe ich zumindest Lust drauf. So, den überfahren wir mal. Der ist nämlich ein Dealer. Holen uns kurz das Geld. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein Gang... Genau. Das wollte ich gar nicht, aber jetzt habe ich aus Versehen den Gangkrieg angezettelt. Dabei wollte ich mich nur verteidigen, aber es ist auch wurscht und dann kämpfen wir den kurz. Ach toll, jetzt kommt auch noch Polizei. Kann ich die auch einfach überfahren? Schon, ne? Aber die Polizei macht jetzt auch Stress hier mit. Die sollen sich mal fernhalten. Das ist mein Bandenkrieg hier. Das ist mein Gangkrieg, lasst mich in Ruhe. Mein Auto ist eh gleich zusammengeschossen. So, da sollten wir schnell weg. So, Polizei, verzieh dich doch mal. Hier ist gerade ein Bandenkrieg am Start. Kümmern wir mal kurz das Herz. Gleich sollte auch eine Schutzweste irgendwo aufkreuzen. Dann nehme ich die auch noch mit. Ja, dann holen wir uns das Gebiet halt kurz. Weißt du, eigentlich wollte ich nur den Dealer überfahren. Ja, guck mal, jetzt macht er direkt Stress, nur weil ich den erschieße. So, als wäre das was Schlimmes. Am Anfang, ist euch aufgefallen, am Anfang bei einem Stern haben die nicht geschossen. Jetzt schießen die bei einem Stern. Hauptsache, die kommen jetzt schon mit AKs an. Und die Polizei... Nein! Fuck it. Okay, lass uns neu laden. Warte mal, 12. Mai, 15, 18, das ist es. Shit. Hätte natürlich nicht passieren dürfen, aber egal, wir haben ja nicht viel gemacht. Im Endeffekt wollte ich den Bandenkrieg ja auch gar nicht. Ich wollte ja nicht das Gebiet holen, aber da war dieser blöde Dealer, den wollte ich überfahren, um das Geld zu kriegen. Und dann kamen direkt die Gangmitglieder und ich lasse mich ja nicht von denen anschießen, ohne mich zu wehren. Und dann, zack, hast du einen Bandenkrieg am Hals. Dachte ich mir, ja gut, dann machst du den. Aber bevor ich jetzt alle Waffen verliere und die dann neu sammeln muss, in der Base, mache ich das lieber nicht, den Bandenkrieg. Dann machen wir später weiter. War jetzt einfach asozial, dass die Polizei damit gemischt hat. Ich meine, das ist ein Bandenkrieg. Die schießen auf mich, ich schieße auf die. Und was macht die Polizei? Meint mir irgendwie Stress zu machen, um mich anzuballern, ey. Dann kommen die mir auch noch quer. Kann ich ja gar nicht haben, sowas. Muss die wirklich meinen Reifen kaputt schießen? Egal, wir fahren zur Suite, machen die Mission. Und dann wirklich auch demnächst aber weiter mit den Bandenkriegen und den Gebieten. Dass wir mal uns was erobern. Da hinten haben wir nämlich dieses Dollarzeichen jetzt neben unserem Häuschen. Das uns, ja, so die Löhne sammelt von den Gebieten. Da haben wir jetzt nicht viel drin wahrscheinlich, weil wir haben ja nur ein Gebiet. Ja, ungefähr 100. So, gehen wir mal zur Suite. Los Sepulcros. Peek this. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mamas. What up, fam? Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real big. What's poppin', nigga? What up, kinfolk? Put Grove Street on the map for good. For life. All right, nigga. Grove Street for life. Let's roll. We gonna need some allies. Es ist zwar asozial, bei einer Beerdigung irgendwelche Leute zu erschießen, aber wir machen das trotzdem. Halte Maus das R gedrückt, um ein Gangmitglied anzuvisieren und drücke G oder H, um ihn für dein Team zu rekrutieren. Wir können eine 4-Mann-Gang haben, aber ich nehme jetzt nur 2, weil das Auto ist dann voll. Und dann fahren wir mit denen mal zu der Beerdigung der Ballers-Leute da. Wir haben nicht viel Zeit. Es sind alle an Bord. Fahrt zum rückwärtigen Teil des Friedhofs, bevor Kane eintrifft. Je mehr Respekt du bei einer Gang genießt, desto mehr Mitglieder kannst du für dein Team rekrutieren.
Wir müssen nicht direkt hier einen auf Drive-By machen, Leute. It's not a car, it's an iron horse with a drinking problem. K-Rose. Have you read Beowulf? I declare, those were the original cowboys. Tja, ab zur Beerdigung. Es ist asozial, das müssen wir mal eingestehen, ne? Auf einer Beerdigung. Aber das haben die ja nicht anders gemacht. Dass wir unsere Mutter beerdigen wollten, kamen die da an und haben uns auf uns geschossen. Und das kennen wir auch. Nur besser. So, hier ist der Friedhof. Ist das Gangster, mit der Musik durch die Gegend zu fahren? Real Gangster, man. Ab über die Mauer. Kletter über die Mauer und geh zu Sweet und seinen Männern. Y'all take up positions and wait for Kane. Drücke A, um deine Gang anzuweisen, in Position zu bleiben, oder G, um sie anzuweisen, dir zu folgen. Wenn du G oder H für einige Sekunden gedrückt hältst, oder wenn du dich zu weit entfernst, dann zerstreut sich dein Team. Mann, ey. Da kommt Kane. Looks like that bus is wearing armor. Might take a round or two to drop his ass. Eine Schutzweste? Macht nichts, gehen wir trotzdem down. Ich soll mich um Kane kümmern. Come on, stay close! Schon macht die Polizei Stress, nur weil wir auf einem Friedhof anfangen rumzuschießen. Hä? Was hast du gegen meine Schrotflinte zu sagen? Lauf doch nicht! So, der ist tot. Da ist noch einer. Aua! Steig ins Auto und fahr Sweet nach Hause. Tja, haben wir auf der Beerdigung einfach mal alle getötet. Die können sich direkt alle mit beerdigen. Und das Auto klauen wir auch noch. Ach, Sweet ist schon drin. Okay. Kane ist tot. Bring Sweet wohlbehalten nach Hause. Tja, haben wir einen wichtigen Ballers-Boss tot gekriegt. Das ist doch schon mal gut. Dafür sollte ich eigentlich ein paar Ganggebiete gut geschrieben kriegen. Aber nee. Der ist geflogen. Ich kann natürlich in den Pain Spray fahren und erstmal die Sterne loswerden, aber wir können auch einfach zurück nach Hause, denke ich mal. Man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Jawohl, Mission erfüllt.
Ah, speichern gehen. So, ich glaube, die tausche ich mal ein, weil ich dafür Munition kriege. Die Schrotflinte haben wir ja genug. Und ich mag die eigentlich lieber, die Schrotflinte. Nein, das habe ich eingetauscht. Fuck. Weil ich Tab gedrückt habe, um zu gucken, was die Stats sind. Na toll. Ja, egal. Nehmen wir halt die. So. Ich schieße ja eh meistens mit der AK rum. Insofern ist es eigentlich Würstchen. Und was für eine Mission wollen wir machen? Wir haben nur eine. Das heißt, ich würde sagen, mal eben auf der Karte, oh sorry, mal eben auf der Karte schauen, ups, was denn so direkt um uns rum ist, denn ich möchte ja nach und nach die Ganggebiete holen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal das holen, das ist direkt neben unserem Viertel, und ich finde, wir können uns ja so von unserem Viertel aus ausbreiten quasi, wie die Seuche, nach und nach die Gebiete um unser Gebiet herum einnehmen, ja, weil dann wächst unser Gebiet so Stückchen für Stückchen und irgendwann sind wir die Kings. So, mach doch mal hier. Ach ja, ich habe einen Bandenkrieg. Seht ihr, das ist nämlich ganz cool, weil dann haben wir das Gebiet hier. Dann können wir hier so drumrum nach und nach die Gebiete holen, weil die müssen wir eh holen. Und dann machen wir es einfach so Stückchen für Stückchen von dem hier aus halt. Also von unserem aus. Die AK, die hat ziemliche Distanz und eine ziemliche Präzision. Ist schon echt geil, dass wir die Graffitis gemacht haben. Guck mal, das geht so easy damit. Das ist die erste Welle überstanden. Diesmal sind auch keine nervigen Cops dabei. Wunderbar. Du hast die zweite Welle überstanden. So, jetzt holen wir uns mal schnell da hinten Schutzweste und Herz, bevor wir drauf gehen. Was willst du denn hier? Guck mal, die haben sogar AKs dabei. Ist das krass. Sag mal, wenn ich jetzt die Graffitis nicht gemacht hätte, würden die mir ziemlich Stress machen, glaube ich, mit ihren Waffen. AK-47 Skill verbessert. Übe weiter und du erreichst den Hitman-Level. So, die nehme ich mir mal mit. Ah, gehört das Gebiet jetzt mir? Ah, guck mal, jetzt haben wir die auch wieder. Das ist gut, die habe ich mir extra genommen. Ja, das Gebiet gehört schon mir. Das heißt, wir können noch eins holen. Wir machen immer so abwechselnd. Also, wir machen immer auch Missionen, aber dann mal so ein, zwei Gebiete in jedem Part vielleicht, dass wir die nach und nach kriegen, weil das wäre schon ganz gut, das zu machen. Also, falsche Richtung. Ah, na toll. Unser Viertel wird angegriffen. Jetzt wollte ich gerade ein anderes erobern. Jetzt muss ich das eigene verteidigen. Naja, gut. Mache ich aber, denn das ist direkt neben meinem Hauptgebiet. Raus! Du hast es ihnen gezeigt. Das Gebiet bleibt in deiner Hand. Ging ja Gott sei Dank schön schnell. So, dann können wir jetzt dann aber doch das Gebiet holen, was ich eigentlich holen wollte. Nämlich das andere, nicht meins verteidigen. Ach, noch ein Ammunition hier. So, müssen wir hier in dem Gebiet mal ein paar Ballers angreifen. Da sind auch schon welche. Hallo Jungs. Ich störe hier nur ungern eure Ruhe. Okay, eigentlich störe ich sie schon gerne. So, schon haben wir einen Bandenkrieg provoziert.
So, erste Welle haben wir überstanden. Das ist echt gar nicht so einfach, weil wir haben nicht allzu viel Leben. Haben wir echt nicht. Also ich muss aufpassen. Wenn die einmal durchziehen mit ihren AKs oder Maschinenpistolen, kann das echt böse enden. Da muss ich echt immer aufpassen. Also das, da dürfen wir nicht mit scherzen. Fortschritte bei Denise. Guck mal, das macht mich bei Denise beliebt, wenn ich die feindlichen Gangs bekämpfe. Ich verschanze mich dann lieber ein bisschen hier hinten, als da jetzt irgendwas zu riskieren, wisst ihr? Aber den da ganz hinten muss ich natürlich trotzdem holen. So, zweite Welle haben wir auch überstanden. Jetzt noch die letzte, dann haben wir's. Ach, eine Schutzweste. Gib mir die. Eine kostenlose Schutzweste, die will ich haben. Mehr damit, her damit, her damit, her damit, her damit. So, was wollt ihr hier? Ach, guck mal, die AK-47 haben wir bald schon voll. Nice. Ah, Hitman-Level erreicht. Du kannst jetzt weiter entfernte Ziele anvisieren, aus der Bewegung herausfeuern und schneller seitwärts laufen. Das ist geil. Dass wir jetzt schon Hitman haben für die. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so schnell hinkriegen. Dann lauft doch nicht weg, Jungs. Jetzt muss ich auch noch hinterherlaufen, oder was? Ich kann euch einfach überfahren, dann haben wir das Gebiet. Dann gehen wir speichern. So, dieses Viertel gehört dir. Wunderbar. Seht ihr, jetzt haben wir um uns herum schon mal so ein bisschen grün aufgeräumt. Und das ist halt auf Dauer das Ziel. Ja, dass irgendwann das alles grün wird. Ich weiß, ich mache viel so Nebenmissionen-Zeug und Zeug, was nicht Hauptstory ist. Falls das irgendwie stört, tut mir es leid, aber das ist, ja, das gehört zum Spiel und... Ich glaube, die Viertel müssen wir so oder so holen, wenn ich mich richtig erinnere. Und außerdem gibt's Geld, es gibt Munition, es gibt uns Respekt. Also es ist eigentlich perfekt, das zu machen. So. Einmal gespeichert und ein bisschen was können wir ja noch machen. Müssen wir noch nicht einen Cut machen, oder? Vielleicht machen wir noch die Mission bei beim Officer, damit wir noch eine Sache geschafft haben, missionsmäßig. Damit wir nicht so einseitig jetzt hier Nebensachen gemacht haben, sondern auch ein bisschen Hauptstory. Expectations, he decided he'd hit for the subway stations, but she was coming and he made a left. He was running top speed till he was out of breath. Knocked an old man down and swore he killed him. Then he made his move to an abandoned building. Ran up the stairs up to the top floor. Opened up a door there, guess who he saw? Dave, the dope fiend shooting dope. Who don't know the meaning of water or soap, he said. I need bullets, hurry up, run. The dope fiend brought back a spanking shotgun. He went outside, but there was cops all over. Then he dipped into a car, a stolen Nova. Raced up the block doing 83. Crashed into a tree near you. So, Mr. Donut, ich bin da. Zweite Mission für die Officer. Nehmen wir die mal an. Gray Imports. Carl! Dave! Where are you off to? Shit! Where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl.
I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Mach dich auf zu den Docks, wo die Ballers einen Deal mit den Russen durchziehen. Tja, die kaufen sich... Oh, ho, 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 mein Ferrari. Die kaufen sich russische Waffen. Und da wollen wir natürlich mal vorbeischauen. Der Wagen ist verdammt geil. Ich liebe ihn. Hat auch mit den geilsten Sound, finde ich. To the desert in bone. So, wir fahren zu dem Lagerhaus. Ich mache die Mission jetzt noch in dem Part, auch wenn es von der Zeit her relativ knapp ist. Juhu! Ich bin einfach der Drift King. Oh, sorry. Guck mal, der springt mir einfach fürs Auto. Was soll ich denn da machen? Oh, sag das ey. Ich bin auch der Einzige, der mit einem dicken Ferrari oder was das sein soll, zu einem Waffenhändler-Deal-Dings kommt und dann da aufmischt. So, da wären wir. Russen und Ballers treffen sich im Lagerhaus. Und laden Motorräder und Autos ein, rückwärts fahrend. Du musst einen Weg nach innen finden. Tja, zum Beispiel über diese Sicherheits-Dingsbrücke da. Zugang. Meint ihr, ich kann einfach reinfahren, ohne dass sie sich beschweren? Ah! Fuck it. Wow! Bleib mir fern mit deinen Fässern. Ja, Hupen hilft bestimmt. Idiot. Und wehe, ihr lasst mein Auto hier nicht stehen. Das wird nicht eingeladen. So, die Tür ist verschlossen. Schrotte das Keypad. Ja, das hatte ich vor. Weißt du, die Präzision ist genial, wenn du nur kurz schießt. Und wird total zum Nichts... Oh, sorry. Wird total zum Nichts, wenn du, wenn du nicht salvenmäßig schießt, sondern durchdrückst, dann wird die Präzision richtig hässlich. Aber die AK ist sowieso ein Monster. Ich meine, was will man mehr? Die ist einfach nur bombentödlich. So, guck mal, so räumt man hier auf. Schön Stückchen für Stückchen vorwärts gehen. Das Abrollen nützt dir bei Schießereien, denn du, so kannst du feindlichen blablabla. Bla bla. Ich hab's nicht zu Ende gelesen. Boah, der AK ist so killer, ey. Ein Schuss in den Kopf, zack, liegen die. Gib mir mal eure Munition mit. Danke, 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 danke. Kann ich gut gebrauchen. Und weiter geht's. Schalte den russischen Waffenhändler im Büro aus. Der läuft aber weg. Lauf doch nicht weg, Waffenhändler. Wohin deswegs? You got a death wish?
Ha! Den Waffenhändler haben wir schon. Wo ist mein Auto? Habe ich euch nicht gesagt, ihr dürft mein Auto nicht schrotten, ihr kleinen Wichser. Ich habe euch gesagt, lasst mein Auto da stehen. Aber nö. Tja, und ich kriege weder Geld noch Respekt für die Mission. Traurig eigentlich. Aber die Cops zwingen uns ja auch, das zu machen. Und wir kriegen natürlich nichts dafür. Asozial ist es, aber es ist leider so. So, und wir wollen jetzt erstmal speichern gehen und dann einen Cut machen. Tja, so fährt man hier. So macht man das. So, einmal speichern. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euch einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle. Bye, bye.